Okay, wir fahren fort. Haha, fahren, versteht ihr, weil es ein Zug ist. Okay, wo sind wir? Ach, hi. Ach, hallo, was wollten Sie doch mal? Ach, Sie reden jetzt nicht mehr mit mir, alles klar. was sagt meine Map? Da will ich hin. Theodors blaue Kiste befindet sich im Triebwagen in der Schlucht. Bring ihm die Kiste für eine Belohnung. Na dann. Leute, Choo-Choo Charles ist ein Spiel, wo wir eine Bahn besiegen müssen. Ein Zug. Und wir müssen ganz viel Schrott sammeln, weil ich liebe Schrott. Wo ist meine Markierung auf der Map? Hallo? Da. Das sind immer die gefährlichsten Sachen. Weißt du? Kann man hier reinfahren? Ne, ist glaube ich eine alte Bahnstrecke. Auf jeden Fall, wir, Choo-Choo Charles sind wir schon relativ weit. Wir werden halt von so einem Monsterzug verfolgt und müssen halt dafür sorgen, dass wir nicht sterben. Und hier gibt es die Leute, die so Fans sind von Charles. Aber die sind tatsächlich gar nicht so schwierig zu besiegen. Oh, I shouldn't be here! Ich zeige euch einen kleinen Pro-Trick, den wir letztes Mal gelernt haben, weil die letztes Mal nicht dabei waren. mit einer Artillerie auf Leute, die so eine Shotgun haben, schießen. Klappt jedes Mal. So. Oh, da liegt was Süßes. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viel da noch ist. Leute, wenn ihr raten müsstet, die von euch, die das Spiel kennen, wie lange würdet ihr glauben, dauert das Ganze noch? Wie lange glaubt ihr, dauert das Spiel noch? War hier nur ein Böser? Nur einer? Boah, da habe ich echt mit mehr gerechnet. Wie als ob ich bei Ebbe an die See fahre. Verstehst du, Doofi? Verstehst du das, Doofi? Weil bei Ebbe kein Meer ist. Wie kommen wir hoch zu dem Dude? Wo war die Treppe? Treppe, Dude. Haben wir hier schon drin? Schrott, Schrott. Da vorne. Alles gut, ich habe keine Ahnung, habe es nicht gespielt. Jess hat es nicht gespielt. Doofi, du lügst. Hä? Hatte sie nicht? Doofi, du lügst. Ich dachte, sie hätte es gespielt gehabt. Er hat mir Schrott gegeben. Also wir müssen auf jeden Fall Schrott sammeln, um unseren Zug aufzuwerten. Ich liebe Schrott. So, gucken wir mal. Wir haben 98 Schrott, davon können wir mal ein bisschen aufwerten. Schaden, Schaden. Schaden ist voll! Yay! Tempo. Okay, jetzt müssen wir wieder sparen. Aber guter Start ins Game heute. Jetzt fahren wir jetzt, wir machen jetzt gerade die ganze Nebenmission, bevor wir die Hauptmission machen. Ich glaube, wir müssen auch noch die Waffenmission machen, leider. Ich finde Waffen immer so kacke langweilig. Deswegen machen wir jetzt die, was wollten wir hier machen? Du hast... Aber was müssen wir da machen? Wisst ihr das? Wisst ihr, was wir hier machen müssen bei... Da oben ist auch noch ein NPC. Das mit dem Tagebuch hattest du gemacht, ja. Ne? Das, mit dem Gurkenglas. Ich weiß nicht, was der da will. Halt, rückwärts, rückwärts! Ich möchte es noch spielen, kam leider noch nicht dazu. Alles gut, Jazz. Du guck dir auf jeden Fall aber nicht das Ende an. Unser Zug ist schon ziemlich schnell. So, jetzt fahren wir hier zurück und werden dann hier gleich die Weichen umstellen. Weil ich bin übrigens ein Profi in diesem Spiel, wie ich allgemein in allen Games bin. Doofi sagt immer so, oh mein Gott, Chrissy ist so gut in jedem Spiel. Würden doch nur mehr Leute so wie Chrissy sein. Dann sag ich immer, ach Doofi. Das ist unser Gespräch. Mehr reden wir den ganzen Abend nicht. Die restliche Zeit schweigen wir uns an. So, jetzt fahren wir hier hoch und bei der nächsten Weichenstellung müssen wir links entlang. Wenn ihr das hört... Er kommt!
geh mal so, geh mal so, geh mal. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn, ich musste doch die Weichen umstellen. Die sind einfach viel zu schnell für ihn. Kommt mir gar nicht so vor, dass wir mehr Schaden machen. Oder? Na doch ein bisschen. Ey. Damit wir gerade Schrott ein, während wir ihn angreifen? Rückwärts. Wir haben Schrott gesammelt beim Angreifen. Aber das war überhaupt kein Problem, Leute. Habt ihr gesehen, wie einfach das war? Du, hast du gesehen, wie gut ich war? Das ist gut gemacht, ja. Dankeschön. Oh mein Gott, ich habe Stream verpasst. Meinst du jetzt gerade? Weil jetzt gerade, wir streamen noch nicht so lang. Oder meinst du letzten Stream? Aber ja, den hast du verpasst. Shame on you. Leute, ihr müsst euch nie schlecht fühlen, wenn ihr den Stream verpasst habt. Ich werde euch blame. Aber so tun, als wäre ich traurig. Aber ihr müsst euch nie traurig sein, wenn ihr den Stream verpasst habt. Okay, mal gesagt, es hat nur ein Ende. Ich bin nie davon ausgegangen, dass es mehr hat. Nee, im Chat wurde gefragt. Ach so. Er ist krank, Fabian. Also hört man es doch. Ein kleines bisschen vielleicht. Oder vielleicht, ich meine, du hustest ja auch ab und zu. Tue ich nicht. Das mache ich mit Absicht. Ich mache das für Mitleid. Ah. Wir müssen noch ein Ei holen. Was ist das? Erforsche die Südminen. Ach, hier ist nachher die Endmission. Okay. Ich war übelst traurig, als ich beim Spendenstream nicht dabei sein konnte. Ja, der Spendenstream war cool. Wer da nicht dabei sein konnte, dann kann ich verstehen, wie traurig sein sollte. Die auch. Ich bin manchmal ein Arsch. Es tut mir leid. Tut's mir nicht. Aber ich sag, es tut mir leid, damit ich mich besser fühle. Ich bin ein guter Mensch. Hallo. Haben Sie eine Mission für mich oder Schrott? Say, you're that Monster Hunter. I must know. Ich muss dich was fragen. Hast du Erfahrung mit Geister? Exactly 16 drawings. I always collect and burn them, but as I was looking for them, I only found half of them yesterday because of the commotion. Ich muss 8 Geister. Was? Was? Oh, als ob ich da gerade Bock drauf hätte. Jetzt muss ich hier fucking Slenderman spielen oder was? Leute, wir müssen von Laternenmästen jetzt Zettel suchen, und zwar 8 Stück. Bei Slenderman sind es auch 8, ne? Mhm. Spielen wir jetzt ernsthaft Slenderman? Wir spielen fucking Slenderman! Komm, also da kommt doch ein Slenderman. Was zur Hölle? Warum spielen wir jetzt Slenderman? Was soll denn das? Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ah! Oh oh. Was zur Hölle? Hä? Ich hab da gar keinen Bock drauf jetzt. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich hab so Glück, dass ich der fucking beste Spieler bin. Holy shit. Doofi, ich will das nicht mehr spielen. Du schaffst das. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, Slender jetzt zu spielen. Was, wenn Charles kommt? Wer gewinnt, Charles oder Slender? Kann Slendy sich nicht ein bisschen teleportieren oder so? Hey Slendy, kannst du dich nicht mal ein bisschen teleportieren oder so? Slendy. Slendy, kannst du dich nicht mal ein bisschen teleportieren? Da war ein Zettel, sagt. Jetzt, wo war ein Zettel? Weiß ich nicht. Baby. Ah! Nicht schreien. Ah. Hierher folgt er mir nicht.
Ich will das nicht mehr machen. Jemand Zettel gesehen? Jemand Zettel? Hast du mal einen Zettel? Oh, Schrott, lecker. Ah, oh, hier fest. Ihr sagtet, hier war ein Zettel? Oder habt ihr nur gelogen? Keine Ahnung. Da ist doch kein Zettel. Ah. Ich meine, ja, ich kann zwei Schrott verkraften. Was ist denn eigentlich hinter dir? Einfach nur so Nebel. Ach so. Oh, und jetzt sagst du, okay. Leute, wo ist der letzte Zettel? Wisst ihr das? Wo ist das letzte Zettelchen? Eure Nachricht mit, da waren Zettel, die verunsichert mich halt. Lass mich in Ruhe, Junge. Boah, so kann ich auch nicht mehr konzentrieren, ne? Du schaffst es. Also den Scheiß mach ich nur. Okay, hier ist scheinbar. Ne, das ist immer noch drin. Ich habe ihn nur abgeschnitten. Und Zettel sind mal woanders, deswegen kann man es sagen. Ich bin der fucking beste Spieler. Oh, ist das eine Kackaufgabe hier. Also, wenn ich sterben muss, nochmal alle wieder von vorne suchen. Probier's aus. Nein! Was ist das denn für ein Kacktipp, Profi? Ah, nee, das ist nicht nur ein Nebel. Das ist ein nackter Mann, der im Nebel fliegt. Nackter Mann? Ja, ja. Ist hier hinter? Ja. Ich will doch nur die scheiß Zettel haben. Bush sagt ja, du musst dann alles von vorne einsammeln. Ach, klasse. Ach nee, ach, das ist hier super. Ach, schön. Ganz hinten. Ich mach diese Kackmission nicht nochmal. Am Anfang dachte ich, das ist ganz cool, aber es ist ja einfach nur nervig. Bei Slenderman ist es einfacher, die Zettel zu finden. Okay, hier ist scheinbar auch außerhalb der Gegend. Da! Da! Ach, zu Ende. Cool. Der Geist ist so, Mann, jetzt hat er alle meine Zettel, jetzt will ich das auch nicht mehr machen. Gut gemacht. Dankeschön. Würdest du sagen, ich bin der beste Spieler? Oh. Bitte. Ich kann das nicht sagen, weil ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt Leute, die das auch so gut hinkriegen. Nee. Keine Ahnung, wo sich der Geist jetzt hin verpisst hat. Ich muss pipi. Wow! Kay Cannibal, danke schön für 2 gegiftete Subs. Vielen lieben Dank. Wann hat Chrissy nochmal? Was? Geburtstag. Ach so, wann hat Chrissy nochmal?
Darf ich in ihr Haus? Darf ich in ihr Haus? Dankeschön, ein bisschen Schrott. Das heißt, als nächstes müssen wir zu... Ich würde sagen, wir gucken einmal kurz was, ob wir John Smith Mission fertig haben. Ansonsten gehen wir einfach da oben hin. Okay? Gerade, da Choo-Choo Charles nicht stärker wird, basierend auf... Seltsam. Da Choo-Choo Charles nicht stärker wird, basierend auf unseren Stärken, denke ich, fühle ich mich gerade ein bisschen sicher, weißt du? Hielt er sich eigentlich immer, weil du machst mir immer Schaden und da kommt er mal ja. Hier zurück, oder? Ja. Wir sind jetzt auch noch super rüstungsmäßig krass unterwegs. Was ist das denn? Ach, das ist mein... So. Also er kommt immer geheilt zurück. Und immer wenn wir ihn so ein Viertel oder so abziehen, dann hört er immer auf zu nerven. Noch ein Stück. So. Schnabbel! Er fühlt sich sicher. Bin ich nicht sicher, Rupex? Seit wann haben wir Hörner da vorne? Ist das neu? Oh, cool. Weiß nicht. Unser Ding sieht jetzt viel krasser aus. Aber Lila, finde ich, ist eine sehr schöne Farbe. Dafür. Es ist immer nervig, wenn Charles kommt, weil da müssen wir fahren. Ich fahre nicht gerne. Ich denke, wir werden alle Nebenmissionen erstmal machen, damit wir möglichst gut... Hallo, liebe Kiste, ich soll dich schön grüßen. Damit wir genug ausgerüstet sind für die Endmission, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden er uns machen wird am Ende. Weil ich denke mal, da erwartet wird, dass wir durchgeskillt sind, er extrem stark sein wird. Oder? Hat der Zug gerade Hörner? Ja, der Zug hat Hörner. Das finde ich voll cool. Wir haben ja noch nicht die Leute besiegt in dem... Hi. Ach, du bist die Waffenmission. Ah, du bist die Waffenmission. Ja, die haben wir nicht gemacht. Ah, dann weiß ich wenigstens, wer du bist. Wenn jetzt Charles kommt, wäre das echt kacke. Weil ich glaube, Charles kann mich problemlos umbringen. Nein, Chris, ich kann er nicht. Du bist viel besser als Charles. Du bist so toll. Doofi. Ist doch peinlich hier vor all den Leuten. Leute, ich glaube nicht, dass es ruckelt oder so. Ich glaube, es ist einfach... Ich weiß nicht, der humpelt irgendwie ein bisschen. Und bewegt sich viel beim Gehen, oder? Kann sein. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Also bei mir jedenfalls geht's. We haven't met. But I've heard lots about you coming to help us. I have a favor to ask. Ich möchte meinen Gefallen mit die Sicherung auf der... Aha. I was recently attacked by Charles. Du wurdest von Charles angegriffen. The breakers are in the nearby supply shop. Hat mein Handy geblinkt? If you go get them and repair the lights. Ja, schon dreimal irgendwie. Try signaling passing ships to come help us. Once you finish, I have... Okay, sie hat dann ein wenig Schrott für mich. Haben Sie noch so Schrott hier, dass ich klauen kann? Warum glauben die alle... Okay, finde und tausche die Sicherung aus. Okay. Warum glauben die eigentlich alle, ich arbeite für Schrott? Ich meine, ich tue es, aber warum gehen sie davon aus? Vielleicht ist das die Währung dort. Vielleicht will ich auch erstmal Geld haben. Schrott ist die Währung. Nein, also... Sicherung, 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 Sicherung. Ich brauche doch safe noch eine, oder? Schrott. Das war auch zu einfach, als ob die mir das alles auf einen Haufen legen. Schrott. Ich nehme auch einen Farbeimer. Okay. Ich mag es, dass hier noch andere Monster leben. Die sind so, oh nein, Charles ist so schlimm, aber der fucking Geisterboy und das Sumpfmonster sind so, ja, aber die sind doch ganz süß. Mit denen haben wir gar kein Problem. Naja, probieren wir mal aus. Es gibt einen Mod für Choo Choo. Lass mich raten, wieder zu Thomas der Lokomotive. Flop, 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 flop. Oh nee. Fucking Trial and Error, ne? Top. Kann ich da rein? Ah, klar. Das war doch eine Kackmission, die war doch viel zu einfach. Was ist hier geschrieben? Juckt nicht. So.
Dann gehen wir jetzt zurück zu Charles. Oh, guck mal, sie ist das Licht sogar auf der Map. Das heißt, die letzte normale Mission, bevor wir die Waffenmission machen, ist die hier. Leute, wir nähern uns dem Endfight. Dofi, hast du ein paar Worte so zum Anfeuern? Viel Glück. Du schaffst das. Okay. Danke. Da steht uns dazu. Guckt ihn euch an, Leute. Guckt ihn euch an. Ein Monster ist das. So, du meinst doch, du bist der beste Spieler. Also wirst du den Bosskampf am Ende First Try schaffen, ne? Ja. Oh, wir müssen richtig lange fahren. Wir müssen hier ganz hoch. Und dann hier ist der beste Weg. Warte. Ihr habt's gehört, Leute. Warte. Finde einen Weg in den nahegelegenen Bunker und schnapp dir eine Kiste mit Raketen. Wir machen erst das. Wir sind ja schon direkt. Und hier Leute, die pfeifen, dann kommt bitte einmal zu meinem. Wir müssen einen Weg in den Bunker finden. Noch heftiger an der Tür rattelt. Au. Wie finden wir einen Weg in den Bunker? Ah, so finden wir einen Weg in den Bunker. Da sind die Raketen, da müssen wir ran. Cool. So. Minecraft Chaos Mod? Gibt es einen Minecraft Chaos Mod? Huh? Ah, zu nah. Yay. Gar keine Gegner? Doch, oder? Oh, wer schließt denn beide Türen ab? Oh! Ah, zu nah dran. Man sollte meinen, den Fehler macht man nur einmal, aber kennt man mich nicht. Oh, was steht denn hier? Juckt nicht. So. Leute, sind wir eigentlich toll? Twitch-Chaos-Mod? Ihr seid der Twitch-Chaos-Mod. Ich hab mir die doch geschnappt, oder? Ich meine, mehr Raketen gab's ja nicht. Das waren die Raketen. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken. So, wo mussten wir die Raketen? Gibt es gerade zwei Punkte, wo wir hin müssen? Ich glaube, wir müssen noch unten was machen, oder? Nee, jetzt können wir da wieder hin zurückfahren, zu ihm. Wir haben jetzt ja die Raketen. Waren da noch mehr Raketen? Es gibt einen Minecraft-Chaos-Mod. Was passiert da? Sagt Shinto. Weiß ich nicht. Also wir werden heute nicht mit Minecraft Chaos Mod spielen, weil wir bauen eine Map. Wir könnten irgendwann mal eine Minecraft Hardcore Welt spielen mit Chaos Mod, aber ich denke, dann sterbe ich halt sofort. Hier sind doch keine Raketen mehr. Wir haben alle Raketen. Nein, das bin ich nicht vorsichtig. Wurde vom GTA Chaos Mod inspiriert. Ich meine, wir können das irgendwann mal machen, wenn ihr wollt. Aber ohne uns wäre dein Stream langweilig. Aua. Vielleicht bin ich auch alleine spannend. Schon mal daran gedacht. Raketenwaffe klingt auch krass, ne? Extreme Creeper. Ah, das kann ich mir vorstellen. Wenn es Herobrine oder so spawnt, das wäre nice. Aber für wen? Es gibt viele Leute, die ohne Zuschauer streamen und das trotzdem regelmäßig. Weil du musst ja nicht unbedingt für Leute streamen, du kannst ja auch für dich streamen. Mhm. Du bist ja kein Streamer, erst wenn du eine gewisse Anzahl an Zuschauern hast. Du kannst immer ein Streamer sein. Yeah, mal sehen, wie die Waffe ist. Die braucht sehr lange zum Laden. Großer Fan. Muss ich sagen, ganz großer Fan. Ciao, ich hoffe, ich habe Charles nicht hergerufen. Warte. Du weißt, wie du ihn rufst. Mit der Tröte. Ja, will ich jetzt gar nicht hier. So, jetzt fahren wir. Okay, die ganze Strecke. Bis wir hier sind. Ja, wir fahren jetzt einmal den ganz großen Bogen. Also immer die rechte Abfahrt.
Das dauert ein bisschen, Leute. Habt ihr ein schönes Fahrtspiel? Spiele für lange Autofahrten. Kennzeichen raten, okay? Okay. Du wie Stadtlandfluss, okay? Stadtlandfluss? Ja, mit den Kategorien Pokémon, Horrorcharakter, sowohl Bösewichter als auch die Guten aus Horrorfilmen. Mhm. Und YouTuber oder Streamer. Okay. Okay, ich hole mir kurz einen Zettel. Habe ich irgendwas, wo ich aufschreiben kann? So, okay. Also, Pokémon, YouTuber oder Streamer und Horrorcharakter. Bist du bereit? Ja. Okay, mach. Du sagst Stopp. A. Stopp. P. Okay. Mir fehlt nur eins. Mir auch. Ah, das gibt es doch. Stimmt. Luna ist fertig. Leute, ich spiele gar nicht mit. Der hat ein Pech. Ja, gut. Mir fällt. Du hast auch einen Horrorcharakter, ne? Ja. Ja. Wollen wir Horrorcharakter streichen und Pornotitel machen? Nein, ich kenne keine. Nee, keine echten. Kannst du ja ausdenken. Nee. Okay. Ich wäre eher für Horrorfilme oder so. Oder. Ja, das kannst du machen. Horrorfilme oder Horrorcharakter. Ach einfach so. Horror. Mal einfach Horror. Kann auch ein Horrorspiel sein. Okay. Ist Peter Fox gruselig? Oh nee, Leute. Wir werden angegriffen von Charlie. Okay, ich glaube, ich habe eins. Das ist keine gute Waffe. Das ist gar keine gute Waffe. Ich mach ja kaum Schaden. Du bist fertig? Ja. Okay, dann. Warte. Du kannst schon sagen. Noch nichts zusammen? Doch noch. Also dann ich hab bei Horror jetzt nichts. Nein, ist falsch abgebogen. Och, Junge. So, okay, dann Pokémon. Pantymos. Da hab ich Porenta. YouTuber oder Streamer? Pan, also Pandoria. Ah, da hab ich Papa Platte. Ja. Und Horror? Paranormal Activity. Ah, das ist gut. Ihr habt im Chat Pennywise gelesen. Das ist auch gut bei P. Ja, stimmt. Ich hatte sonst tatsächlich erst gesagt, irgendwas mit Horror, habe ich überlegt, könnte man Pan nehmen bei Horror? Pan? Weil sie die ganze Zeit Horrorspiel spielt. Oder wäre das zu abstrakt? Zählt das? Ich fände es zu abstrakt, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja. Es gibt bestimmt auch einen Horrorfilm, der irgendwie Peter Pan oder so Pan heißt. Ich dachte auch irgendwas mit Pandora oder so. Ja. Narnia. Dann würde ich sagen, mit dem Raketenwerfer hast du mehr Schaden in kürzerer Zeit gemacht. Ja, aber den Raketenwerfer fand ich kacke. Wenn die Sachen im Chat stehen, dürfen wir sie nicht mehr nehmen, oder? Nee. Guck am besten nicht im Chat. Nee, mach ich hier nicht. Wie weit ist denn noch die Fahrt? Ja, wir müssen jetzt eh gleich. Also wir können das gleich weiterspielen, wenn wir die nächste Fahrt haben.
Wir sind aber gut. Pan's Labyrinth. Genau, Pan's Labyrinth ist ein Horrorfilm. Stimmt, ja. Ich wusste doch, da gab's. Hast du schon mal darüber nachgedacht, als Hauptcontent auf Mitschnitte deines Livestreams umzulegen und deine komischen Videos auf den Zweitkanal zu verschieben? Hä, warum sollte ich? Meine komischen Videos. So, ich bin zu weit. Manchmal ist es schwer, mit diesem Zug perfekt abzufassen, wo ich hin muss. Oh, die Kiste. Hallo, liebe Kiste. Ich soll dich schön grüßen. So. Ah, ist Pan's Labyrinth Horror? Ja, oder? Ja, ich denke schon. Das ist doch dieses Ding mit den Augenhänden, oder? Ja. Das sieht immer cool aus. Oh, wie cool. Das sieht aber eher nach dem so einem Hideout von den bösen Leuten aus. Hi, Kumpel. Hi. Du bist doch der Neue. Oben auf diesem Turm ist irgendwas, was ich brauche. Keine Sorge, ich lasse dich hier wieder ausarbeiten. You see, Mr. Warren never told... He never even reported. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious. And I'm fucked up it all off. None of us miners ever received copies of our... I'm gonna sue the pants off of Warren. He keeps all his files at the top of these towers. Problem is, he erected these towers years before we... I could scale them myself, but... As a reward. Also müssen wir da einfach hoch. Ohne Gegner nichts leichter als das. Berühmte letzte Worte. Okay, da komme ich schon mal nicht rein. Wie kommen wir da rein? Das habe ich mir anders vorgestellt. Okay. Ich würde Pan's Labyrinth eher als Fantasy-Drama einordnen. Ein Fantasy-Drama. Drama ist traurige Sachen, oder? Ja. Warte kurz, ich guck nach. Wo steht denn das? Too easy. Ich bin halt einfach auch ein Oh, hellgrüne Farbe. Ich bin aber auch ein fucking guter Spieler. Wusstet ihr, dass ich mal einen Preis gewonnen habe als der beste Spieler, den es je gab? Der Titel ist weg. Den habe ich. Also da steht Fantasy Krieg. Fantasy Krieg? Krieg ist ein Filmgenre? Ja. Das klingt nicht wie ein Filmgenre, das klingt wie ein Thema. Das steht da einfach. Fantasy-Krieg? Ein Fantasy-Krieg. Hä? Ja, keine Ahnung, das steht da. Krieg ist doch kein... Hä? Ja, das hat halt einfach... Keine Ahnung. Das ist ein Krieg. Ja, aber was ist es? Ist es ein Drama? Nee, das ist ein Krieg. Wow! Ah. Also, es geht halt um... Ja, darum, ja, um aber... Hab ich schon verstanden. Also ihr Fantasy. Oh, nein! Nein! Was? Achso. Chrissy, nächste Runde stand am Fuß. Ich hab dich umsonst ins Zettel geholt. Wir spielen gleich noch eine Runde. Aber erst, wenn wir fahren. Weißt du, du bist doch nicht... Du fährst mit deiner Familie im Auto. Ihr spielt dieses Spiel, ne? Irgendwelche Fahrtspiele. Und dann seid ihr angekommen beim Hotel, wo ihr hin wolltet. Und dann bist du so, nein, keiner steigt aus und wir spielen weiter. Ich habe heute Nacht was richtig Seltsames geträumt, Leute, ganz kurz. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich nach Amerika eingeladen bin und nach Amerika fliege. Und wir sind zwischengelandet in der Türkei. Und dann waren wir in der Türkei, in so einem Bus, mussten weiterfahren zum nächsten Flughafen. Und während ich in der Türkei war, war ich da so, war mir aufgefallen, ah, scheiße, ich habe meinen Koffer nicht mitgenommen. Und nicht nur das, ich war auch so, ah, ich habe auch in Deutschland gar keinen Koffer gepackt. Und im Traum war ich so, ah, ich Idiot. Und dann irgendwann ist mir im Traum eingefallen, warte mal. Das ist so dämlich, als ob mir erst nach dem ersten Flug einfallen würde, dass ich keinen Koffer gepackt habe. Nachdem wir schon bei Kofferabgabe und Kofferband und so waren. Und dann dachte ich mir im Traum so,
Das ist so ein Bullshit, ich muss träumen. Und dann bin ich aufgewacht. Das war der Fakt. Kleiner Funfact. Oh, ja! Oh, Junge. Oh, Junge, Schrott. Oh, Lunge. Die Akten. Die Akten. Kehre zu Ronny zurück. Ronny! Ronny! Ronny, ich hab deine Akten. Ronny! Wo ist Ronny? Auf der anderen Seite? Ronny? Ronny? Ach, da bist du, Ronny. Könnte das mit dem Koffer vergessen halt wirklich passieren. Ich vergesse halt nur so Sachen wie Ladekabel oder so. Aber ich vergesse nie Koffer. Wie kann man Koffer vergessen? You look like a monkey climbing those shrimps. Ich hoffe, Charles frisst dich. So. Das heißt, wir haben jetzt alle Zwischenmissionen geschafft. Das heißt, jetzt fahren wir als nächstes zu dem hier unten. Das ist die letzte Mission, die wir machen müssen. Und danach machen wir das. Okay? Und dann sind wir bereit für den Endkampf. Sophie, bist du stolz? Ja. Oh, wirklich? Ich liebe es, wenn ich verrückte Abfuckträume habe. Verrückte Abfuckträume sind die besten Träume. Keine Albträume, aber so richtig, richtig seltsam. Wo du dir einfach so denkst, what the fuck, Leute. Okay, Dofi, bereit für die nächste Runde Stadtland Fluss Horror? Also, YouTuber. Ja. Pokémon Horror? Okay. A. Nee, du bist jetzt aber A. A. Stopp. T. Okay. Fehlt kein Horrorfilm. Weißt du, wer mit P gewesen wäre? Pinhead. Ja. Kein Horrorfilm mit T? Das ist. Ich denke auch gerade mal. Aufgeschrieben, aber ich gucke kurz nach, ob das stimmt, bevor ich Stopp sage. Biegen wir gerade ab? Fuck, wir dürfen nicht abbiegen. Zurück. Ha, ich hab Stopp! Verdammt. Okay, fang du an mit Pokémon. Pokémon euch Tentacha. Da hab ich Tentacha. Ja. Schön, so Dank für den gefällten Sub an Amurat. Da habe ich Tangela. Ja. Als YouTuber und Streamer habe ich Turbinator. Ach, stimmt. Ich wusste nicht, streamt Trimax? Ja, ne? Trimax streamt, ja. Okay, huh. Wer sonst auf YouTuber, also. Ja, keine Ahnung. Und als Horror habe ich The Babadook. Oh, da hat doch jemand The Walking Dead geschrieben. Oh, wie konnte ich da nicht drauf kommen? Ja. Ich musste gucken, ob es wirklich. Oh ja, The Grudge. Ich musste halt gucken, ich dachte so an Babadook und dachte so, heißt das zufällig der Babadook? Oh, The Ring auch. Oh, ich bin so schlecht. Es gibt so viele Filme. Okay, wie lange müssen wir noch fahren? Wir können es schaffen, das Speed. Nein, das schaffen wir nicht. Wir machen es bei der nächsten Langstrecke, Leute. Tangela, Tuddle und mehr habe ich nicht. Terrifier. Es läuft im Kino. Ach, Terrifier stimmt. 2 habe ich letztens gesehen. Ja. Ich habe Terrifier nie gesehen. Kennst du Terrifier? Nö. Soll sehr blutig sein. Kennst du Terrifier? Nö. Soll blutig sein. Wie spricht man Tentacha denn falsch aus? Ich kenn's du als Tentacha. Ah. Das ist genauso wie Macholo, Machomai und Machok. Oder Macholo, Machomai und Machok.
Keiner sagt Machok, ne? Ich sag schon Machok, aber ich sag Macholo. Genau, das ist seltsam. Und das kann ja nicht richtig sein. Die werden ja gleich geschrieben. Es kann ja nicht sein, so Macholo, Machomai und Machok. Warum wird Machok ansonsten? Wie wird es der Serie gesagt? Wird es Machok gesagt? Und Machomai? Das weiß ich nicht. Oh, damn. Das sieht problematisch aus. Halt mal Elm Street. Oh. Digga, dein... Wie... Nee, es heißt Nightmare on Elm Street, oder nicht? Oh, stimmt. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan. Nearly cooked myself alive. I would love to. If a flamethrower somehow still works, I'd assume you're the monster. Okay, was muss ich machen? Ich bin unschuldig, Leute. Finde einen Weg, das Feuer zu löschen. Finde einen Weg, das Feuer zu löschen. Brethering? Oder sagt man es anders, Ropex? Okay. Auf die Idee kam er selbst nicht? Boah, ist der kacke. Junge, bist du dumm? Bist du dumm? Orangene Farbe. Schrott. Using the water tank to put here. Take old bugs. I don't want it. Okay, jetzt haben wir auch noch einen Flammenwerfer und damit haben wir auch alle Waffen für unseren Zug. Voll gut. So, wie viel Schrott haben wir jetzt für die Sachen? 63 ist sehr gut. Dann gucken wir uns einmal kurz an den in Orange. Auch ganz nett. Und den Mintgrün. Auch ganz schön. Welche Farbe findest du am besten, Dovi? Du entscheidest? Du weißt, ich bevorzuge lila, aber es sieht auch cool aus. Dann machen wir lila. Ach, Brathering, goddammit. Brethering. Ah ja, das ist ein Joke, den man manchmal macht. Ja. Wer hat dich reingelegt? Ropex. Okay. Würdest du Ropex einmal auf Lebenszeit bannen? Auf Lebenszeit? Na, ist okay. Okay. Aber wenn du es dir anders überlegst, ne? Habe ich jetzt die Macht über Ropex? Ja. Ropex. Oh, hier. Ich hab Brathering gehört. Wenn ihr Fischbrötchen esst, was für ein Fischbrötchen ist so euer Go-To-Fischbrötchen? Oder ist Fischbrötchen sonst nicht so ein vertretenes Ding? Was ist so dein Go-To-Fischbrötchen? Gar kein. Ich bin nicht so ein krasser Fischfan. Ja. Wie heißt denn das? Beschreib's. Einfach so ein Brötchen. Ist das Backfisch einfach? Brötchen. Backfisch ist mit Panade. Ich glaube, das war. Ja, das esse ich gerne, aber sonst. Ja, das ist immer für die Leute, die keinen Fisch mögen. Ja, das schmeckt auch. Ich finde immer, Brathering ist Platz 2 bei mir, Platz 1 ist Krabben. Ich liebe ein Krabbenbrötchen. Schön mit Nordseekrabben. So, machen wir die gleichen Trick wie immer. Ich hoffe, hier ist kein Pfeifer. Hier ist gerade noch gar kein Pfeifer. Hallo? Warum bin ich eigentlich nur so fucking gut in dieses Spiel? Ah, scheiße! Einmal abgelenkt gewesen, weil ich wieder an mich nackt gedacht habe. Warum passiert mir das am Tag so oft? Grüne Farbe! Eigentlich habe ich dafür das Ding geknackt. Schön hier. Wo sind denn die Pfeifer? Aber hübsch hier. Ah, schön. Wir können den Flammenwerfer testen. Meinst du, der reicht aus? Für einen normalen Typen?
weiß, er geht auf Nahkampf. Und Fernkampf. Niemand. Wie hört er das eigentlich? Weiß ich vielleicht nicht gerade. Ah! Kacklappen. Bisschen Kacklappen. Charles draußen. Oh, oh. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist super optimal. Das ist das letzte eine? Ja. Okay, nicht sterben. Du schaffst das. Ah. So ein Asi. Asi. So, ich will den Flammenwerfer an dir testen. Bitte warte kurz. Oh. Oh ja, egal. Kommt er nicht? Nee, aber egal. Wir haben es geschafft. So, wir haben ja mit alle... alle Eier. So, dann fahren wir jetzt dahin. Das, da müssen wir wieder. Okay, Duffy, dann machen wir noch eine Runde. A. Okay. Stopp. Ha. Hallo Gibi. Hallo Gibi. Ich hatte kein Pokémon ein. Ah doch. Kein YouTuber. Oder Streamer. Oh, wenn's so weit. Wieso fällt mir kein YouTuber ein? Ich habe sogar zwei. Hä? Also Streamer geht ja auch. Ja. Rate ich hier mit dem Paar? Heilin, mein Moon. Oh, nicht. Okay, eine Person hat das geschrieben, was ich aufgeschrieben habe. Soll ich es wegmachen und was anderes nehmen? Nee, du hast es schon. Ich vertraue dir, dass du nicht schon... Auch ich nehme was anderes. Ich habe ja noch was anderes bekommen. Okay. Ich hab die Idee. Ich glaube, meins zählt bei Horror nicht wirklich, aber ich würde das gerne stehen lassen. Okay, dann stopp. Aber es zählt nicht eigentlich. Ist egal. Okay. Dann fang an. Okay, Pokémon habe ich Habitak. Da habe ich Hunduster. Bei Stream habe ich jetzt Hachio genommen. Ah, ich habe Hand of Blood. Ja, ich hatte davor Hand of Blood. Ah, okay. Und bei Horror habe ich nichts. Hilf mir. Zählt das? Ich zähl das. Hannibal Lecter, ja. Ach, stimmt. Ja, ah. Hannibal LP wäre auch gegangen. Ich weiß sogar bei Honey. Ich habe überlegt, was mit Honey gibt's doch. Gibt doch sicher sehr viele Horrorfilme mit Haar. Irgendwas mit Hilfe. Okay, Leute, bereit für den letzten Kampf? Yes. Ah, Halloween! Oh mein Gott! Oh, warte, ich finde, das ist ein doofer Ort, wo wir hier gerade sind. Ich will da irgendwie besser stehen. Ich weiß nicht, ob es direkt losgeht. Aber ich will hier so. Ich will hier hin. Das heißt, wir fahren diesen Weg. Können noch eine Runde spielen, Doofi. Gleich, wenn ich die Fahrt richtig mache. Hilf mir aber doch eine gute Antwort. Ja, Hostel, Hellraiser, oh Gott. Halloween. Haus der 1000 Leichen. Das kenne ich nicht. Wir können gleich. Ich muss nur kurz die Schienen richtig einstellen. Hast auch Max, stimmt auch. Ja, dann fahren wir den großen Weg gleich. Haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür. Huhu, Hals. Wäre Happy Tree Friends, hätte das gezählt? Irgendwie schon, oder? Also wenn Hilf mir zählt, auf jeden Fall. Ja. Aber sonst? Ich meine, es ist schon Horror. Ist halt Gore, ne? Ist Gore und Horror das gleiche? Ich habe bei T überlegt, C, Treehouse of Horror, die Horrorfolgen oder die Halloween-Folgen der Simpsons. Okay, du fängst du an?
Achso, 10, meinst du? Ja. Ah. Stopp. I. Stopp! Nein, ich habe eins! Bei Pokémon. Einmal kurz, die Lilith, danke für 500 Bits, vielen lieben Dank. Bei Pokémon habe ich Eagle Lava. Ich habe Ibiza. Ibiza? Hä? Nochmal, was hast du bei. Warte, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Hast du die Insel Ibiza? Ich musste an Ibiza denken und dachte, Ibiza ist Ibiza. Ibiza, Leute. Okay. Okay, auch, ich hab keins. Auch gut. Wie bin ich darauf gekommen? Ja, ich dachte, irgendwas mit I. Ah, Alblali, oh verdammt. Bei YouTuber habe ich iDubbbz. Ja. Und bei Horror habe ich Insidious. Der Wille Vater. Ja, sie war stets sehr bemüht. Insidious, oh stimmt, oh mein Gott. Ich war halt bei YouTuber, da wusste ich nichts mehr. Och nö. Wir müssen hier doch abbiegen, Charles. Das war Warum schön. Warum machst du das immer dann, wenn wir abbiegen müssen? Ja, er hat mich gefunden. Na, wie gut sind wir? Irgendwie auch nicht so stark. Zug, wir mussten abbiegen. Warum kommst du immer dann, wenn ich die scheiß Weichen einstellen muss? Du kommst immer, wenn ich die fucking Weichen habe. Und umdrehen. Ibiza. Maria hat Ibiza einfach mit voller Überzeugung gesagt. Ich bin mir so sicher. Leute, was findet ihr ist die beste Waffe? Habe ich das schon gefragt? Was ist die beste Waffe für euch? Schussrate, und die verlangsamt ihn. Gar keine alle. Ah, ihr seid sehr hilfreich. Bugsprayer. Der Flammenwerfer, wirklich? Weil es ihn verlangsamt? Unser Zug sieht so cool aus. Biegen wir jetzt hier ab und fangen hier jetzt hin. Ist der Bosskampf schwer? Zurück, 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 zurück. Yes. Nicht wirklich, okay. Mit so viel Schrott, nein. Okay. Oh, wir haben hier so einen kleinen... Wir können uns gleich noch angucken, einmal wie der Zug in grün aussieht, Sophie. Willst du das sehen? Gerne. Ah, Zug, nein!
Wir haben so schön geparkt, so. So sieht der grün aus. Auch nicht schlecht, aber ich bevorzuge auch lila. So. Freust du dich immer noch über Ibiza? Ja. Okay, ich lock jetzt erstmal alle, die ich hier finden kann, auf mich. Visitors allowed. You wish to be king. Aua. Hey, get out of here. Get this guy. Get this guy. Don't let him get away. Au! Au! Leute! Boah. Die haben mir ja tatsächlich sehr viel Schaden gemacht. Ein schöner Schrott. Diese Waffe ist die beste. Ich weiß nicht, was ihr habt. Also wirklich, diese Waffe ist die einzig gute Waffe. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Ich bin immer bereit für andere Meinungen zu diesem Thema, aber ihr habt Unrecht. So. Na, Dovi, alles gut? Ja. Mutest du dich, weil du lachen musst wegen Ibiza? Ich lache immer noch wegen Ibiza. Ach, Dovichen. So niedlich. Ist Ibiza eigentlich auch so eine Partyinsel? Keine Ahnung, ich dachte, es ist ein Pokémon. Stimmt, ich sollte dich nicht fragen. Ist hier noch eine Farbe drin? Vielleicht rot. Ich sage, es ist rot. Und welche Farbe sagst du, wenn das hier eine Farbe ist? Es ist keine Farbe, es ist Schrott. Wusste ich. Warum weißt du sowas immer dich nicht? Ja, schick hier. Den einen habe ich wirklich umgebracht, der ist mal zugelaufen eben. Oder voll ist jemand. Das heißt, ich kann noch jemanden umbringen. Oh nein, oh Gott, oh, hoffentlich wird er mich nicht anschießen. Ah, ist hinter mir! Hoffentlich wird er mich nicht anschießen. Oh nein, oh nein. Beat it, just beat it. Just beat it, beat it, beat it. Magst du Musik von Michael Jackson? Ja. Was ist dein Lieblingslied? Heißt das We Are The World? Ich mag das echt gern, das Lied. We Are The World. Das ist ein schönes Lied. We Are The Champions. Ich mag, glaube ich, Beat It tatsächlich am meisten. Oh nee, Billie Jean. Billie Jean liebe ich auch, stimmt. Billie Jean. Christoph hat seinen Verstand verloren vor Jahren. Zeit für den Endkampf, Leute. Charles. Wir warten hier. Charles ist gerade da. Ich habe gerade keinen Bock auf Charles. Das klingt irgendwie für mich nicht, sind die Vorwürfe gegen Michael Jackson eigentlich wahr? Ich weiß nicht, ob die jemals bestätigt werden konnten. Oh, doofe Katzin. Yay. Als Kind habe ich übrigens... Oh, hi. You don't know what you're doing. Just put the egg down slowly
and lay flat on the ground. Wollt ihr alle mir hinterherlaufen zu meinem Zug? Wird er stärker? Oh, sieht so aus. Oh oh. Oh nein. Oh. Zum Glück habe ich ihn gekappt. Ich hasse das First Try. Ich hoffe, du hast genug Schrott. Ich meine, ich hab genug. Gut, wie das war. Ich bin aber auch der beste Spieler, das habe ich außerhalb gekriegt. Hörst du mir eigentlich zu, wenn ich rede? Jetzt hoffe ich, dass du stirbst. Kann ich nicht, weil ich hab eine Auszeichnung. Hä? Coole Katze. Großer Fan von der Katze. Ah! Mach das mal nicht, Junge. Junge, lass es mal. Charles aus der Hölle. Es ist Charles, Charles aus der Hölle. Alles ist im Chaos, aber er kennt sich aus. Es ist Charles, Charles aus der Hölle. Er mag kein Feuer. Und ich kann nicht zielen. Er kann sich fort. Cool. Es ist Charles, Charles aus der Hölle. Ah! 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 Es ist Charles, Charles aus der Hölle. Ich muss hier lernen, wenn ich das gewinnen will. Weil ich sagen wollte, vorhin als Kind habe ich immer keine Spiele mit Bosskämpfen gespielt, weil ich zu viel Panik hatte davor. Ich hatte immer Angst. No. Selbst wenn es kein Horrorspiel war, sobald ich ein Bosskampf da drin war, hat er mir Angst gemacht, der Bosskampf. Yes. Brenn, Charles! Brenn! Charles? 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 Charles. Oh, über der Brücke, stimmt, wo er sterben sollte. I remember. Hast du es geschafft? Sieht so aus. Voll easy. Gut gemacht. Okay. Leute, GG. GG. Wusstet ihr, dass ich einen Preis gekriegt habe als der beste Spieler der Welt? Willst du sagen? Ja, Preis geht an mich. Oh, was ist das? Das sagtest du schon. The Forest 2.
Ich muss schon sagen, das Feuer. Oh damn, das ist nicht gut. Die Feuerwaffe war schon broken. Oder, Luffy? Ja. Aber wir haben es gut gemacht, beim ersten Try. Daran sieht man, dass wir skillig sind. Ja, haben wir damit beendet. Immer ein gutes Gefühl, wenn man Horrorspiele beendet, weil wir machen das eigentlich nicht.